Hallo zusammen, es ist der 10. Juni, wir haben 15.04 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe da ganz ehrlich auch gar nicht mehr so drauf geschaut. Ich hatte nicht so ein Gefühl für Gold, muss ich ehrlich sagen. Das war nicht so meins. Jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte mal wieder an. Es ist also schon wieder 2 Monate her, dass ich da drauf geschaut habe und es wurde sich gewünscht. Das hier ist der Monatschart. Also eine Kerze, ein Monat. Da fällt mir nicht allzu viel auf. Die Bänder sind ein bisschen auseinandergegangen, aber nähern sich schon wieder an. Sollte eigentlich sagen, dass der Bewegung entgegengesetzte Band hat die Richtung geändert. Eigentlich müssten wir hier ein bisschen seitwärts gehen mit einem maximalen Risiko bis 1461. Das glaube ich jetzt mal noch nicht. Nee. Wir sind noch okay über das MACD, kein griffiges Signal. Wir sind hier, die Stochastik, natürlich heftigst überkauft. Sie ist sehr hoch, aber das muss sie auch sein. Wir sind ganz in der Nähe des All-Time-Highs. Das All-Time-High war im September 2011 bei 1920. Das sind gerade mal 200 Punkte. Das ist nicht viel fürs Gold. Das ist einmal eine Aussage von der Fed und schon sind wir da. Aber vom Monat her kann ich momentan hier kein griffiges Signal ablesen. Wir haben die Woche. Herbert, die Woche. Nicht wirklich eine echte Hilfe. Über das MACD werden wir hier ein bisschen negativ. Ihr seht auch hier, wir hatten ja letzte Woche ordentlich mal was verloren, ja, von so ganz grob 1740 runter, unter die 1700. Wir sind auch negativ mit einem frischen Verkaufssignal über die Stochastik. Ja, da muss ich sagen, das Ding hat ein Risiko bis runter zur 1653. Ja, ihr seht hier immer wieder, dass der Bewegung entgegengesetzte Band ändert die Richtung, zack, Korrektur. Hier ist es schöner als da zu sehen. Da sind wir auch ein bisschen auseinandergegangen, aber das war halt diese Märzbewegung und die hat natürlich alles Mögliche ausgehebelt. Gehen wir auf den Tag. Das ist ja das, was die meisten Leute wissen wollen. Und das ist der Tag. Wir haben eine Seitwärtsbewegung jetzt seit ungefähr 1. April. Das ist seitwärts zwischen 16,50 und hoch bis zur 17,67. Diese beiden Punkte hier, Boden, Boden, sind ziemlich identisch bei 16,70. Da würde ich auf jeden Fall mal so einen kleinen Vermerken machen oder einen kleinen Alarm. Wir werden kurzfristig positiv vom MACD, wir sind positiv von der Stochastik. Soll sagen, wenn wir es schaffen, diesen Punkt hier rauszunehmen, 17,61, halte ich das Erreichen des All-Time-Highs bei 1920 für eigentlich nur eine Pflichtübung. Ne? Und danach kommt die Kür. Aber wir dürfen nicht hier die 16,70 unterbieten mit Schlusskurs auf den Tag, also abends 22 Uhr. Das wäre nicht schick. Ansonsten ist dem Gold jetzt hier, das sind die beiden wichtigsten Punkte und die sind definitiv wichtiger als irgendwelche mathematische Technik. Also 16,70 unten und hier die 17, wo war das hier? 1764, 65 oben. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Scheine, Open-End-Scheine von Goldman Sachs. Und zwar einmal für die Leute, die eher der Meinung sind, wir nehmen das Ding hier oben raus, möchte ich relativ knapp hier drunten sein, habe den hier gefunden. 1627. Ist im Moment ein 18er Hebel mit der Kennnummer GC1440. GC1440. Ja, also etwas hier unten drunter, 1627. Hier. Finde ich in Ordnung. Der ist, sagen wir so, ich würde den schon stoppen lassen, wenn wir die 1650 sehen. Also den nicht hier Stop is Knock, sondern 1650 sehen, da muss er gestoppt werden. Für die Puts bin ich der Meinung, wir können hier ganz kurz dahinter gehen, hinter die 1764. Und da reicht sowas hier. 1821er Open-End-Schein, ebenfalls 18er Hebel mit der Kennnummer GC42 Dora Unsinn. GC42DU. Den aber dann bitte also auch stoppen. Wenn wir hier hinter sind, so im Bereich 1780, 1790, muss der gestoppt werden. Ansonsten habe ich hier momentan ganz ehrlich nicht wirklich eine Meinung. Nee, da gibt es sinnigere Aktien oder Indizes als das Gold selbst. So, ich wünsche euch was. Alles Gute, happy trading, fette Beute, bye bye.